Guten Morgen, ihr wundervollen heiligen Lichter in Christus. Ja, und da sind wir wieder. Willkommen zu Lektion 222. Sind wir jetzt schon. Und der heutige Leitgedanke lautet: Gott ist bei mir, ich lebe und bewege mich in ihm. Und ich lese jetzt mal den Text. Ja, das ist heute eine sehr interessante Lektion. Ich lese sie mal, dann werden wir es sehen. Also, Gott ist bei mir. Er ist meine Lebensquelle, das Leben in mir, die Luft, die ich atme. Die Nahrung, die mich am Leben hält, das Wasser, das mich erneuert und mich reinigt. Er ist mein Zuhause, in dem ich lebe und mich bewege. Der reine Geist, der meine Taten lenkt, mir seine Gedanken schenkt und meine Sicherheit vor jedem Schmerz verbirgt. Er überschüttet mich mit Güte und mit Fürsorge. Und hält den Sohn in Liebe, auf den er leuchtet und der auch auf ihn leuchtet. Wie still ist der, der die Wahrheit dessen, wovon er heute spricht, erkennt. Ja, und das ist eine Lektion, die große Verwirrung oder aber ein großes Missverständnis erwecken kann, wecken kann, auslösen kann. Denn es scheint ja hier so, als wenn Gott, ist das jetzt, was hier gemeint ist, dass Gott die Welt eben doch kennt, dass Gott eben den Körper doch kennt und dass Gott hier das alles macht und dass Gott eben hier verantwortlich ist und so weiter. Ist das tatsächlich genauso wörtlich, so gemeint, wie er das hier schreibt? Ne? Und das ist eben das, wo dann man leicht mit dem Ego dies hier als Beweis anführen kann, dass es eben doch eine Welt gibt und so weiter und so weiter und dass Gott eben da diese Welt doch erschaffen hat und so weiter. Aber ja, das ist eben nicht so. Das ist rein metaphorisch zu verstehen. Und ihr kennt doch sicher die. Die Lektion 50, wo Jesus mit dem Leitgedanken, ich werde von der Liebe Gottes erhalten. Und das ist ja auch, das ist ja sozusagen, ich liebe diesen Leitgedanken, der mir sehr häufig hilft, so als so ein schneller, so wenn ich Angst habe, Zukunft, keine Ahnung, wenn sowas mal kommt, ich werde von der Liebe Gottes erhalten. Und dies hier heute ist ja eigentlich so, ist ja dasselbe, nur eben ein bisschen ausgeführt, ne? Und dann ist es, jetzt lasst uns doch mal schauen. Ich meine, es geht hier um Vergebung. Das ist das Thema. Was ist Vergebung? Ne? Und mit der Vergebung ist doch ganz klar, die Vergebung nimmt wahr, dass das, wovon wir dachten, dass es geschehen ist, nie geschehen ist. Also nichts geschieht. In Wirklichkeit ist nie etwas geschehen. Die Vergebung ruht auf der Idee, dass die Trennung von Gott nie geschehen ist, dass Gott eben diese Welt nicht kennt. Und die Körper auch nicht gemacht hat, weil Gott eben nur das Ewige erschafft. Das heißt, wie ist das dann hier zu verstehen? Wie ist das dann zu verstehen? Und das ist eben diese Sache, dass wir also das eigentlich auf zwei Ebenen verstehen können, tatsächlich. Ein Kurs in Wundern ist auch auf zwei Ebenen geschrieben. Er ist einmal auf der absoluten Ebene geschrieben, auf der absoluten Ebene der Wahrheit. Und spricht dann auch das Ich an, unsere wahre Identität, die wir wirklich sind. Also das Du, das er hier benutzt im Buch, im Kurs, das sind zweierlei Dus. Das ist einmal das wahre Du, die wahre Identität, das, was wir sind als Sohn Gottes, der Christus. Und dann ist es aber dieses Du als Traumfigur, also wie wir uns jetzt dieses getrennte Du,
Und er ist eben auf diesen beiden Ebenen geschrieben. Die absolute Ebene der Wahrheit, die kein Gegenteil kennt, und dann die und des reinen Geistes und dann die auf der Ebene der Illusion. Das heißt auch, dass Jesus ganz bewusst den Kurs so geschrieben hat. Ich habe das übrigens von Ken Wapnick. Es gibt da ein Buch, die Botschaft von Ein Kurs in Wundern. Ein hochinteressantes Buch, wo Ken Wapnick ganz viele Dinge klärt, wo ganz viele Missverständnisse in den Schülern sind. Und Jesus spricht halt im Kurs ganz bewusst, natürlich bewusst, er macht ja nichts unbewusst, ganz gezielt sozusagen Schüler an, die an verschiedenen Stufen des Lernens stehen. Also sowohl jemand, der gerade mal beginnt mit dem Kurs und dessen Verständnis noch nicht weit vorgedrungen ist, als auch ein Kursschüler, der schon vielleicht lange studiert oder eben wie auch immer dieses Verständnis hat und da einen leichten Zugang hat. Ja. Also er spricht immer zu allen. Und diese Lektion heute, die ist also wirklich lustigerweise wirklich, eigentlich spricht die auf beiden Ebenen. Denn auf der einen Seite ist es ja so, das wahre Ich, der reine Geist, der ich bin, der lebt in Gott. Das, was ich wirklich bin, lebt in Gott die ganze Zeit. Es lebt in Gott, es lebt in Gott und es lebt nur in Gott. Das heißt, ich bin ja eins in ihm. Die Welt ist der Traum und dieser Körper ist die Traumfigur. Und trotzdem ist es so, dass der Heilige Geist, die Stimme für Gott, wo er ja hier auch sagt, er ist der reine Geist, der meine Taten lenkt und mir seine Gedanken schenkt und meine Sicherheit vor jedem Schmerz verbirgt. Das ist ja der Heilige Geist, an den wir uns immer wenden, der uns ja führt, dem wir fragen, was soll ich jetzt tun? Was möchtest du, dass ich denke? Und dann schenkt er uns entsprechend die Intuitionen. Und genau, das heißt, der Heilige, es ist tatsächlich so, dass, und das ist aber die Bedingung, ja, also, dass ich von der Liebe Gottes erhalten bin, hat keine Bedingung, weil das ist einfach ganz natürlich. Also wir sind geliebt, da gibt es keine Bedingung, um von Gott geliebt zu sein und vollkommen sicher und geborgen in ihm zu sein. Jedoch, um in die Erfahrung zu kommen, dass das so ist, um wirklich zu spüren, oh ja, ich werde wirklich von der Liebe Gottes erhalten, ich kann das fühlen, ich kann das in meinem Leben wirklich so wahrnehmen. Um in diese Erfahrung zu kommen, gibt es eine Bedingung. Nämlich die Vergebung. Wenn ich nicht vergebe, werde ich in diese Erfahrung gar nicht kommen können. Warum? Weil wenn ich nicht vergebe, werden meine Gedanken und meine Taten nicht vom Heiligen Geist gelenkt, sondern vom Ego. Wie könnte ich dann in die Erfahrung kommen? Das kann ich ja dann gar nicht. Ja, und deswegen ist diese Lektion ist ja, steht ja jetzt hier als zweite Lektion unter diesem Text, was ist Vergebung? Der eben, wie gesagt, lest den Text täglich. Ja, das ist ganz, ganz wertvoll und hilfreich. Und jetzt möchte ich gerne zur Unterstützung meiner Aussagen etwas anführen aus die Ergänzung, aus den Ergänzungen von Ein Kurs in Wundern, kleines Büchlein, sehr zu empfehlen, auch zur Vertiefung. Allerdings auch nur für, wenn man den Kurs durch hat eigentlich, weil dieses kleine Büchlein sehr essentiell Dinge zusammenfasst, die aber eigentlich darauf beruhen, dass man den Kurs kennt. Also genau. Okay, und da gibt es eben dieses Kapitel, das Gebet, und da Römisch 1, das wahre Gebet. Und da möchte ich euch jetzt was ganz, ganz Wunderschönes lesen, was also wirklich sehr praktisch ist. Es wurde dir gesagt, du sollest den Heiligen Geist um die Antwort auf jedes konkrete Problem bitten. Und dass du eine konkrete Antwort empfangen wirst, wenn es das ist, was du brauchst. Ne? Also, Heiliger Geist, was möchtest du, dass ich tue? Oder was soll ich hier tun? Ja, so, dass also Moment mal eben, jetzt muss ich mal ganz kurz hier. Ja, genau. Also,
Genau. Und dir wurde auch gesagt, dass es nur ein Problem und eine Antwort gibt. Und das im Gebet ist dies nicht widersprüchlich. Also, was ist damit gemeint? Einerseits sagt Jesus, okay, es gibt ja nur ein Problem und das ist die Trennung. Dieses Problem ist bereits gelöst, also nimm das an, akzeptiere, dass du von Gott nicht getrennt bist und alles ist, ja, und dann brauchst du nichts anderes mehr und hüpf doch in den Himmel am besten gleich, wenn du magst, ne? Hüpf doch in den Himmel. Naja, gut, so einfach geht es nicht, weil wir ja da doch hier ein bisschen anhaften an diese Körperidentität. Und es scheint ein Widerspruch zu sein, ja, weil einerseits gibt es keine Welt und der Körper auch nicht und so weiter. Und trotzdem können wir den Heiligen Geist um Antwort auch auf konkrete Dinge bitten, obwohl er ja, ne, eigentlich gar nichts damit zu tun hat. Und genau, und das heißt, er sagt aber hier, das ist nicht widersprüchlich, denn hier sind Entscheidungen zu treffen. Und sie müssen getroffen werden, ob sie nun Illusionen sind oder nicht. Man kann nicht von dir verlangen, Antworten zu akzeptieren, die jenseits der Bedürfnisebene liegen, die du wahrnehmen kannst. So gütig, ja. Daher spielt weder die Form der Frage eine Rolle, noch wie sie gestellt wird. Die Form der Antwort wird sie von Gott gegeben, wird deinem Bedürfnis, so wie du es siehst, entsprechen. Das ist lediglich ein Echo der Antwort seiner Stimme. Der wirkliche Klang ist immer ein Lied des Dankes und der Liebe. Okay, also hier sagt er ganz konkret, der Heilige Geist, also er ist sich voll bewusst, Jesus sowieso, er war ja auch auf der Welt, er weiß ganz genau, dass wir hier Bedürfnisse haben, die erfüllt werden müssen. Ganz konkret. Okay, wunderbar. Was er aber jetzt sagt, hör zu, das ist nämlich das, worauf es ankommt. Weil er hat ja, ich habe jetzt gerade gelesen, also die Antwort von Gott wird dem Bedürfnis, meinem Bedürfnis entsprechen. Also ich bekomme eine Antwort auch auf konkrete Fragen. Das ist aber lediglich ein Echo der Antwort seiner Stimme. So kannst du denn nicht um das Echo bitten. Es ist das Lied, welches die Gabe ist. Mit ihm zugleich kommen die Obertöne, Harmonien und Echos. Aber diese sind zweitrangig. Im wahren Gebet hörst du nur das Lied. Alles andere wird lediglich hinzugefügt. Du hast zuerst nach dem Himmelreich gesucht und alles andere ist dir für wahr gegeben worden. Und das ist der Trick, also der göttliche Trick, ja. Gott an erster Stelle. Ich lege mich in Gottes Hand und zwar vollkommen und ich danke Gott für seine Gaben. Ich vertraue Gott in allem. Ich bin, Gott ist einfach mal, das ist dieses Lied des Dankes und der Liebe. Das ist das, was zwischen dem Vater und Sohn dann, das ist das Gebet eigentlich. Und die anderen Dinge, die nennt er, die konkreten Dinge, nennt er hier Obertöne, Harmonien und Echos. Ne, das ist so beim Lied, gibt es Obertöne, Harmonien und Echos. Das sind die konkreten Antworten. Die kommen aber nicht an erster Stelle. Das heißt, wenn wir um die konkreten Antworten als erstes bitten, ohne Gott an erste Stelle zu setzen, ohne ihm zu danken und zu lieben und dieses Vertrauen zu haben, dann wird es schwierig mit den Obertönen, Harmonien und Echos. Wenn wir aber Gott an erste Stelle setzen und einfach im Gebet mit ihm sind, und er beschreibt ja auch, wie wir beten sollten, was das wahre Gebet ist, dann kommen die konkreten Dinge, die werden uns einfach mitgegeben, sie werden uns gegeben. Und das bedeutet in die Erfahrung kommen. Das heißt, wir vergeben, wir schauen über die Illusion, über die Welt hinweg, wir legen uns in Gottes Hand. Und ja, und dann wird der Rest geschieht von selbst. Das ist eigentlich, auf diese Weise kommen wir in die Erfahrung, dass ich mich dass ich von Gottes Liebe vollkommen erhalten bin. Ja. Einfach
wirklich dieses Gebet. Jetzt möchte ich das noch lesen, weil das so wunderschön ist, wie man eigentlich, wie wir beten sollten. Das Geheimnis des wahren Gebets, und das haben wir schon oft gehört, übrigens, das ist jetzt nicht neu, ist, die Dinge zu vergessen, die du zu brauchen glaubst. Um konkretes Bitten ist ungefähr dasselbe wie auf die Sünde schauen und sie dann vergeben. Also ich mache es wahr, ne? Ich mache es wahr. Und auf dieselbe Weise siehst du im Gebet über deine konkreten Bedürfnisse, so wie du siehst, sie siehst hinweg und lässt sie in Gottes Hände übergehen. Dort werden sie zu deinen Gaben an ihn, denn sie sagen ihm, dass du keine Götter vor ihm haben möchtest, keine Liebe außer seiner. Was könnte seine Antwort anderes sein als deine Erinnerung an ihn? Kann diese gegen einen kleinen, trivialen Rat bei einem Problem von eines Augenblickes Dauer eingehandelt werden? Gott antwortet nur für die Ewigkeit. Und dennoch sind alle kleinen Antworten darin enthalten. Es ist so wunderschön. Also es geht wirklich darum. Ja, alles loslassen. Auch meine ganze Bedürftigkeit, meine Mängel, meine Schmerzen, meine Ideen, was ich brauche hier, um glücklich zu sein und all die Dinge loslassen und nur, wirklich nur in Liebe mich an Gott wenden. Und er sagt das jetzt hier nochmal schöner und nochmal tiefer. Ich kann es euch auch nur empfehlen, das selbst zu lesen. Das Gebet ist ein Beiseitetreten, ein Loslassen, eine stille Zeit des Hörens und des Liebens. Das bedeutet zu Gott kommen. Das ist eigentlich das Gebet. Ja, ein Beiseitetreten. Lass es uns jetzt tun. Einen Augenblick beiseite treten. Loslassen. Eine stille Zeit des Hörens und des Liebens. Und das ist doch genau das, was wir gestern auch schon hatten. Statt Worten brauchen wir nur seine Liebe zu verspüren. Ja. Und das ist zum Beispiel, ich mache das zum Beispiel auch heute Nacht wieder, ne? Ich war so ein bisschen wach eine Weile. Und mir reicht jetzt eigentlich dieses Wort Liebe mittlerweile, ja. Wenn ich dann nachts wach bin, ich mache da keine großen Sätze oder so Gedanken, weil ich merke, wenn ich das tue, dann werde ich noch wacher irgendwie. Sondern eigentlich, ich denke dieses Wort Liebe, ich bin Liebe oder Gott liebt mich, aber eigentlich reicht das Wort Liebe und dann fühle ich mich in dieses Wort Liebe hinein. Ja, und fühle diese Geborgenheit und dieses glückliche Gefühl, was das Wort Liebe, die Sicherheit, die das Wort Liebe mir schenkt. Und dann schlafe ich wieder ein. Ja, also statt Worten brauchen wir nur seine Liebe zu verspüren. In Stille, wenn wir uns hinsetzen, einfach nur diese Gegenwart der Liebe, diese Präsenz von Liebe zu spüren. Ja. Und anstelle von Gebeten brauchen wir nur seinen Namen anzurufen. Und sein Name ist Liebe. Gottes Name ist Liebe. Ja, genau. Gottes Name ist Liebe. Und der meine ebenso. Vater, dein Name ist Liebe. Und der meine ebenso. Das Gebet sollte nicht verwechselt werden mit irgendeiner Art von Bittgesuch, weil es eine Weise ist, dich an deine Heiligkeit zu erinnern. Weshalb sollte Heiligkeit denn flehen? Ja, Heiligkeit kennt keinen Mangel, wo sie doch volles Anrecht hat auf alles, was die Liebe bieten kann. Und die Liebe ist es, und die Liebe ist in Kapitelchen geschrieben, also nicht die persönliche Ego-Liebe, sondern Gott, die Liebe Gottes, die ja die einzige Liebe ist, die es gibt. Es gibt keine Arten, verschiedene Arten von Liebe. Neulich hat jemand da was zu geschrieben. Nein, es gibt keine verschiedenen Arten von Liebe, sondern die Liebe ist eins. Und da gibt es den Leitgedanken, es gibt keine Liebe außer der Liebe Gottes, wer sich das gern nochmal anschauen möchte. Ja, das ist ganz, Liebe ist eins. Die ganz verschiedenen Arten von Liebe, das ist alles nicht Liebe, das ist was anderes. Das ist das, was wir mit dem Ego und der Liebe verstehen.
Und die Liebe ist es, zu der du hingehst im Gebet. Das Gebet ist eine Gabe, ein dich selbst aufgeben, um mit der Liebe eins zu sein. Da ist nichts, um das zu bitten wäre, weil es nichts mehr zu wollen gibt. Und dieses Nichts wird zum Altar für Gott. Es verschwindet in ihm. Es gibt nichts mehr zu bitten und nichts zu wollen. Und das ist das wahre Gebet. Ne? Das ist das wahre Gebet. Und wenn ich das wirklich praktiziere, dann komme ich in die Erfahrung, dann kann ich gar nicht anders als in die Erfahrung kommen, dass ich von der Liebe Gottes erhalten bin. Und dass, ja, dass er die Nahrung ist, die mich am Leben hält, das Wasser, was mich erneuert und reinigt und so weiter und so weiter. Die Luft, die ich atme, in die Erfahrung komme ich dann. Das ist wie ein Beten ohne Unterlass. Habe ich schon öfter gesagt. So, das ist für mich eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, in einen Zustand zu kommen. Ich bin da noch nicht. Ja, ich arbeite dahin. Nein, aber das ist mein größtes Sehnen oder das ist für mich die Erfüllung meines Lebens wäre, wirklich diesen Zustand zu erreichen, in dem ich bete ohne Unterlass. Das heißt ja wirklich in dieser ständigen Verbindung, in dieser liebevollen, einfach ständig diese liebevolle Gegenwart Gottes in mir fühle oder Jesus. Ja, das ist für mich die Erfüllung, die absolute Erfüllung, dahin zu kommen, in diesen Punkt. Und wir können aber das halt immer jetzt, es geht ja darum, dass wir es immer jetzt in diesem heiligen Augenblick erfahren können, ja, immer wieder jetzt. Wenn wir genau so zurücktreten, wie er es gerade beschrieben hat, alles loslassen, Vergangenheit, Zukunft, meine Mängel, Bedürfnisse, Bitten, alles loslassen und uns nur in völliger, in Liebe und Dankbarkeit an Gott wenden. Das ist der Schlüssel. Ja. Gott an erster Stelle, Gott mach du, du machst das und ich will dir vertrauen, ich lege mich in deine Hände und ich will es nicht mehr selber machen, weil was habe ich denn schon gemacht? Ich habe ja nur ein Desaster gemacht durch meine ganzen eigenen Aktivitäten. Ja. Vater, keine Worte außer deinem Namen haben wir auf unseren Lippen und in unserem Geist, wenn wir still in deine Gegenwart jetzt kommen und darum bitten, in Frieden eine Weile bei dir zu ruhen. Einfach nur das Wort Liebe. Oder wenn du ein anderes Wort, Vater oder Gott oder was für dich einfach stimmt. Oder Danke ist auch der Name Gottes, ist auch Danke. Ja. So einfach wirklich, ne? Das Leben, das, also Gott ist einfach. Gott muss einfach sein, nichts Kompliziertes. Keine komplizierten Techniken und so weiter, sondern wirklich dieses einfache mich verbinden. Ja, ich hatte mal das Reconnection mit Eric Pearl gelernt und habe das auch lange praktiziert, also war Therapeutin sozusagen für Reconnection, Reconnected Feeling. Was ja so, ja, das hatte mich damals fasziniert. Das war so eine Heilarbeit, wo es wirklich nur um, ja, um das Feld, es arbeitet so mit dem Feld der Liebe, ja, mit dem Feld, Quantenfeld, wie auch immer. Und tut eigentlich nichts sonst so, ne? Das ist eher so, dass man das so durch sich fließen lässt, ne? Aber selbst das wäre für mich heute, also. Ist auch wieder irgendwie auf gewisse Weise doch wieder eine Technik, vor allen Dingen die Reconnection. Und das ist für mich jetzt auch überholt, ne? Das ist es auch nicht mehr. So, obwohl es halt dem hier sehr, sehr nahe kommt. Und ich fühle, nee, das muss irgendwie dieses einfache zurücktreten. Ja, und trotzdem ist das alles gut. Trotzdem ist das alles okay. Ja, ich möchte hier auf gar keinen Fall sagen, all diese Dinge, die wir da erlernen können, Techniken, ist alles okay. Also da sitzt kein Urteil drauf und alles, was hilft, ist fein. Und ja,
Da können wir uns durchaus führen lassen. Das darf alles sein. Und ja, Heiliger Geist, was möchtest du? Wie möchtest du, dass ich vorgehe? Und ja, Gott ist bei mir, Gott ist bei mir, er ist in mir, er ist das, was ich bin. Ich bin eins mit ihm. Ich lebe und bewege mich in ihm. Worin denn sonst? Ne? Und was kann es Schöneres geben, als in die Erfahrung zu kommen, ja, dass ich von der Liebe Gottes erhalten bin? Ja, danke, danke Gott. Danke.